So, hallo und herzlich willkommen vorm Wald mit Schnupfen, Ben. Ich habe keine Zeit, ich muss das jetzt aufnehmen. Ich bin selbstständig und dementsprechend muss ich halt dann arbeiten, wenn ich arbeiten muss und kann mir nicht mal einen Tag frei nehmen, beziehungsweise dann kann ich halt nicht arbeiten und das ist keine Option. Daher bitte ich um Entschuldigung, dass die Nasensituation bei mir gerade katastrophal ist und ich wahrscheinlich klinge wie Schnupfmon persönlich. Aber ja, das geht nicht anders. Wenn ihr das nicht ertragen könnt, kann ich verstehen, dann könnt ihr euch diesen Beitrag halt leider nicht angucken bzw. anhören. Kann ich nichts dran ändern. Geht nicht. So. Nervt mich mehr als euch, glaubt mir. Eieieiei. Gut. Ja, wir wollten reden, ich hatte es ja schon angekündigt, über Feuerwerk und wie schlimm ist das nun eigentlich? Tatsächlich ist es so, dass die Quellenlage, ich habe da Fussel im Mikrofon, gar nicht mal so eindeutig ist. Im Gegenteil, sie ist sogar sehr, sehr uneindeutig und es ist sehr schwierig festzustellen, wie denn jetzt nun genau die Lage ist mit dem lieben Feuerwerk. Es gibt nur ganz wenige Untersuchungen, die insbesondere ökosystemare Auswirkungen vom Silvesterfeuerwerk oder alternativ in der Schweiz noch vom 1. August Feuerwerk untersucht haben. Letzteres ist mit dem Silvesterfeuerwerk nicht ganz vergleichbar, weil die Ökosystemvoraussetzungen am 1. August, also der Schweizer Nationalfeiertag, halt einfach andere sind, als das im Winter der Fall ist. Ne? Und dementsprechend auch die Tiere andere sind, also sind einfach andere Tiere da und zweitens anderes Verhalten der Tiere, die halt dann jeweils da sind. Drum tatsächlich eben sehr, sehr dünne Quellenlage. Müsste man das mal besser untersuchen? Definitiv. Macht das in nächster Zeit irgendwer? Vermutlich nicht. Ein Stück weit ist es auch im Interesse der Beteiligten, dass die Datenlage relativ dünn ist. Dann muss man am Status quo schon nichts ändern. Insbesondere die Beteiligten sind halt die Behörden, die gerne kein Feuerwerk hätten. Das wäre einmal das Gesundheitsministerium und das wäre einmal das Umweltgedönsministerium. Und ein Stück weit auch so Verbände wie NABU, NAJU, sonstige Naturschutzorganisationen, sowas in die Richtung. Und auf der Pro-Feuerwerk-Seite dann eben den Verband der Pyrotechnik. Ich glaube, irgendwie so heißen die, genauen Namen habe ich mir jetzt nicht merken können. Ja, und die haben alle jeweils ihre eigenen Quellen. Und diverse Zahlen variieren da jeweils ein wenig und das Resultat ist dann halt, dass wir so eine gewisse Bandbreite von bisschen Untersuchungen zum Thema Feuerwerk bekommen. Wenn es dann mal was gibt, was handfestes, insbesondere auch was Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt, also Pflanzenwelt gibt es gar nichts, aber auf die Tierwelt zumindest gibt, dann wird das natürlich vorne und hinten durchzitiert, mal so interpretiert und am Ende ist man zumindest ein bisschen schlauer. Ne? Aber aufgrund der dünnen Quellenlage ist es grundsätzlich so, dass man aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen muss, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Der Stand des Wissens ist also so löchrig, schwierig. Ja? Jetzt kann man, wenn der Stand des Wissens furchtbar löchrig ist, natürlich in beide Richtungen interpretieren, dass die Dunkelziffer, die wir eben nicht kennen, und nein, wir können sie auch nicht schätzen und wir können sie auch nicht vermuten, jedenfalls nicht korrekt, dass sie in die eine oder andere Richtung geht, weil der gesunde Menschenverstand uns doch eindeutig sagt, dass das kann gar nicht sein oder jenes kann gar nicht sein. Und das ist dann schwierig. Ne? Drum, so dünn die Quellenlage auch ist oder die Datenlage, ist sie halt das Einzige, was wir haben, um hier eine halbwegs rationale Entscheidungsfindung zu betreiben. Und ja, drum stütze ich mich jetzt auf die selbrige. Bei solchen kontroversen Themen, wo halt eben auch die Quellenlage sehr, sehr dünn und schwierig ist, mache ich dann sogar mal Quellenangaben. Ihr findet sie in der Infobox, da ist das eine oder andere verlinkt. Mache ich ja selten, ist auch viel Arbeit und werde ich auch nicht standardmäßig machen, ist kein Vorsatz fürs neue Jahr. Aber hier ist es jetzt schlicht und ergreifend mal notwendig und auch sinnvoll.
Ja, vorweg, was sprechen wir denn nicht an? Nicht ansprechen werden wir die Thematik der abgerissenen Gliedmaßen durch Feuerwerkbedienung unter Alkoholeinfluss zum Beispiel. Oder aufgrund von zu starkem Testosterongehalt. Oder aufgrund von leider kein Glück gehabt, obwohl Alkoholeinfluss und zu starker Testosterongehalt. Meistens geht das gut. Ja? Ich habe da auch persönliche Erfahrungen mit. Insbesondere in meinen jungen Jahren nicht Alkohol. Eher mehr so die Freude am Feuer. Und ja, meistens geht es gut, wie gesagt, mir ist nie was passiert, meinen Kumpels auch nicht, aber das kann natürlich passieren und muss man deswegen unbedingt jetzt krasse Verbote einführen, weil die Möglichkeit besteht, dass junge Leute dumme Dinge tun? Ich würde sagen, nee, ne? Weil junge Leute werden immer dumme Dinge tun und wenn wir alles verbieten wollen, was auch nur ansatzweise gefährlich ist, dann müssen wir Holz verbieten, Stein verbieten, wir müssen Wege mit Gummi überziehen, damit man da drauf nicht hinfallen kann und sich wehtun und so weiter und so fort. Wenn man damit anfängt, diesen Anspruch zu haben, jedes noch so kleine Risiko im Leben durch Verbote auszuschalten, da kommt man meiner Meinung nach nirgendwo hin. Das ist in keinster Weise zielführend und auch gerade für junge Leute, die müssen dumme Sachen machen können, um dann gelernt zu haben, dass man in der Jugend dumme Sachen gemacht hat, um dann irgendwann nicht mehr dumme Sachen zu machen. Ja, wenn du keine Fehler machen kannst, weil alles in Watte eingepackt ist, dann lernst du auch nichts draus. Und das halte ich für völlig überzogen und komplett kontraproduktiv, wenn wir jetzt nur wegen ein paar Fingern, die im Übrigen biologisch abbaubar sind, ne? Also für das Ökosystem überhaupt nicht schlimm, die dann halt irgendjemandem fehlen, ne? Jetzt gleich die ganze Kladderadatsch mit Feuerwerk und so weiter und so fort, aus diesem Grund verbieten, ne? Halte ich persönlich gar nichts von. Ja, das darf jeder gerne anders sehen und das ist ja auch wirklich ein Thema, wo man einfach eine individuelle Meinung zu haben muss. Wie viel Schutz brauchen Idioten davor, dass sie nun mal Idioten sind und wie viel Erfahrung als Idiot muss der Idiot sammeln, bis er keiner mehr ist? Ja? Oder muss man ihm die Möglichkeit nehmen, diese Erfahrungen zu sammeln, die ihn dann irgendwann zu einem nützlichen Glied der Gemeinschaft mit weniger Gliedern, also Finger, machen. Ne? Aber ja, der ökosystemare Ansatz, den ich jetzt gewählt habe, das heißt, wir gucken uns Feuerwerk hinsichtlich der Ökosystemwirkung, soweit wir das überhaupt beurteilen können, an, beinhaltet auch, dass wir uns natürlich angucken, welchen Einfluss hat ein fehlender Finger bei irgendjemandem, der besoffen gefeuerwerkelt hat, auf das Ökosystem. Naja, in so einem abgerissenen Finger ist drin jede Menge Kalzium, da steckt ja noch ein Knochen in der Mitte, dann jede Menge Proteine, da hat das Fleisch drumherum, noch ein bisschen Blut, da ist recht eisenhaltig und so weiter und so fort, aber die gute Nachricht, der Finger ist vollständig biologisch abbaubar, selbst wenn die betreffende Person sehr viele Konservierungsstoffe oder wie ich sehr viel schwarzes Wasser konsumiert hat. Und übrigens auch, wenn Alkohol im Finger noch drin steckt, aufgrund hohen Blutalkoholspiegels, ist das auch nicht schlimm, kann alles restlos biologisch abgebaut werden. Bakterien sind hervorragend gut darin geeignet, verschiedenen Alkohol restlos abzubauen. Es entsteht also kein Ökosystemschaden durch abgerissene Finger oder andere größere Gliedmaßen. Das funktioniert eigentlich relativ gleich, egal welche Gliedmaße fehlt. So, das war der schwarzhumorige Einschub an dieser Stelle. Jetzt gucken wir uns mal sämtliche anderen Aspekte des Feuerwerks an, nämlich das wäre CO2, Feinstaub, Gifte und sonstiges Zeug im Feinstaub sozusagen, also einfach die kompletten Emissionen. Welchen Einfluss hat das auf Wildtiere, speziell Vögel, Haustiere, speziell Hunde, weil dazu gibt es Daten, und Wildtiere, speziell Reh, Fuchs, Hase etc. pp., also Säugetiere, die größeren Wildtiere. Auch dazu gibt es ein kleines bisschen Daten, ne? Und im Sonderfall Igel. Außerdem Thema Müll und das war es dann auch schon. Ja? Das sind die Aspekte, die fürs Ökosystem relevant sind. Gesamtgesellschaftliche Aspekte wie jetzt irgendwie Lärmbelästigung der Nachbarn und gestörte Leute, also sich gestört fühlende Leute so rum durch Feuerwerk, weil sie kein Feuerwerk mögen etc. pp. Das kann ich alles nicht beurteilen, das ist alles jenseits meines Fachgebietes. Wie gesagt, nur Einfluss aufs Ökosystem. Und kann man damit möglicherweise ein Feuerwerksverbot rechtfertigen?
Oder ist das alles völlig übertrieben? Oder gibt es da vielleicht noch einen Mittelweg? Spoiler, Letzteres ist immer ein guter Ansatz. So, und deswegen, wie gesagt, gucken wir uns jetzt die genannten Parameter mal an. Und ich mache immer regelmäßig hier Pausen, um meine Nase einigermaßen, zumindest zu versuchen, nicht allzu nasal zu klicken. So, CO2, also. Grundsätzlich ist es so, wenn man aufs Feuerwerk verzichtet, ist man dann unglaublich toll und hat jetzt super was fürs Klima getan. Nee. Ja, kommt drauf an. Also wenn du ohnehin schon alles andere auch super toll bist, was Klimafragen angeht und dann noch zusätzlich aufs Feuerwerk verzichtest, dann bist du noch ein kleines bisschen super toller. Wenn du nur aufs Feuerwerk verzichtest und dann mit deinem SUV allerdings zur Party nach sonst wo fährst, dann nicht. Ja? Denn der CO2-Ausstoß durch die Silvesternacht liegt etwa bei 0,00013% vom bundesdeutschen Gesamtausstoß pro Jahr. Für ein Einzelevent, da gibt es erheblich schlimmere Sachen. Ja? Für ein nationales Einzelevent, das mit jede Menge Feuer und so weiter und so fort einhergeht, bedeutet, das abzuschaffen, löst das Problem in keinster Weise. Es wäre noch weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Das ist so ungefähr so sinnvoll, wenn man jetzt sagt, man möchte aus CO2-Spargründen jetzt das Feuerwerk verbieten, ist in ungefähr so sinnvoll, wie eben die Menge an CO2, die man damit einspart, dass ab jetzt kommendem Jahr die Deckel von Colaflaschen oder ähnlichem an der Flasche befestigt sein müssen. Nervt mich persönlich sehr. Ich konsumiere so ein Zeug ja hin und wieder, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ja? Und das ist eine Maßnahme, die hat sich die EU ausgedacht. Ja, das bedeutet, EU-weit gibt es jetzt überall Deckel, die an der Flasche dranbleiben, solange man sie nicht abschneidet oder sonst wie. EU-weit mag es Länder geben, in denen das einen gewissen Effekt hat. In Deutschland ist es lächerlich sinnlos, weil wir haben eine Rücklaufquote von, glaube ich, 97% Pfandflaschen, die wieder wirklich recycelt werden, beziehungsweise zumindest zurück dahin gebracht werden, wo sie hin sollen. Und davon haben wiederum, ich glaube, nochmal 97% oder 96% einen Deckel drauf. Ja? Und dass die anderen Deckel nicht irgendwo in der Landschaft rumliegen, davon darf man ausgehen, sondern dass die dann halt ganz normal irgendwo im Plastikmüll gelandet sind. Zumal das Deckelplastik ja gar nicht bei der Recyclingflasche verwendet wird. Das Deckelplastik wird dann irgendwie anderweitig entsorgt. Das bedeutet, diese Maßnahme, die ist total nervig, beziehungsweise eine völlig sinnlose Regelung für etwas, das in Deutschland zumindest wirklich nur so viel Effekt hat, wie zwischen zwei fest zusammengepresste Finger passt. Ja? Also fast überhaupt keinen. Ja, und ungefähr in dieser Größenordnung bewegen wir uns auch mit einem Feuerwerksverbot, zumindest was die CO2-Ersparnis angeht. Ja? Also das ist wirklich minimalst, das löst keine Probleme. Wirklich nicht. Übrigens, die 0,00013% unseres deutschlandweiten jährlichen CO2-Ausstoßes würden wir ja auch nur dann einsparen, wenn wir Feuerwerk alternativlos streichen. Und dann ist es immer noch nicht gesagt, ob wir dann überhaupt was einsparen würden, weil sich dann irgendwelche anderen alternativen Silvesterbräuche wie wir fahren auf den Berg und gucken in die Landschaft oder irgendwie sowas möglicherweise etablieren könnte. Das ist also sehr schwer zu sagen. Das Feuerwerk führt dazu, dass viele Leute dann doch zu Hause bleiben beziehungsweise bei näherer Nachbarschaft zu Besuch sind und dann zu Hause bleiben. Also das dezentrale private Feuerwerk. Dann einfach nur vor ihr Haus gehen und da ihr Feuerwerk anzünden. Wenn es nur zentrale Feuerwerke gäbe, zum Beispiel, dass man ein professionelles Feuerwerk, wie es hin und wieder mal vorgeschlagen wird, irgendwo in der nächsten Großstadt anbietet, dann müssten ja alle Leute erstmal zur nächsten Großstadt fahren, die dieses Feuerwerk sehen müssen, möchten. Und solange die Fahrstrecke, um da hinzukommen, nicht maximal 3-4 Kilometer ist, ist der Energieaufwand, um zu diesem Großfeuerwerk zu kommen, bei weitem größer, beziehungsweise der CO2-Ausstoß, um zum Feuerwerk zu kommen, bei weitem größer als die paar vielen
dezentralen Privatfeuerwerke, die ansonsten vor der eigenen Haustür, größtenteils, macht ja nicht jeder so, aber doch größtenteils vor der eigenen Haustür abgelassen werden. Ne? Das muss man also in diesem in der Hinsicht auch unbedingt berücksichtigen, dass hier mit einem alternativen, professionellen Feuerwerk wirklich nicht geholfen wäre. Im Gegenteil, das wird es wahrscheinlich nur schlimmer machen. Ja? Aber nur was die CO2-Debatte, wie gesagt, angeht. So, nächster Punkt ist der Feinstaub. Der Feinstaub, das ist was, da wurde lange Zeit falsch gerechnet. Da hatte man ungefähr den doppelten Wert an Feinstaubemissionen, wie tatsächlich auftritt. Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz aktuelle Korrektur vom Bundesumweltamt. Ich kann mir die mal nie merken, wie die heißen. Aber ihr findet sämtliche Quellen unten und ich mache hier immer mal wieder Texteinblendungen, wo dann steht, welche Quelle welches ist und so weiter und so fort. Und die schreiben jetzt, wohlgemerkt jetzt, dass die Feinstaubemissionen durch die Silvesternacht bundesweit bei 2050 Tonnen vom PM10 Feinstaub liegen dürfte. PM10 und feiner. PM10 ist deswegen wichtig, weil gröberer Feinstaub, also das ist die Angabe zur Korngröße der Feinstaubpartikelchen, ne? Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber alles, was größer als PM10 ist, ist relativ irrelevant, zumindest für die Gesundheit von uns Menschen. Das ist dann noch interessant fürs Ökosystem, dazu kommen wir auch gleich. Aber für uns Menschen, ja, weil es passt nicht mehr in die Lunge. Das heißt, man kann es nicht mehr wirklich einatmen und ab PM10 und kleiner. Es gibt auch noch PM2,5 und PM1. Das sind dann die ganz, ganz feinen, möglichst ganz fiesen Partikel, die man wirklich bis in die tiefsten Verästelungen der Lunge einatmen kann, die da auch, wenn es dumm läuft, nie wieder rauskommen. Das Zeug ist dann schon ein Thema. Ne? Ist auch natürlich für Tiere ein Thema, nicht nur für uns Menschen, ist Gesamtökosystem belastend im Sinne von für jeden, der atmet. Mit. Ein Stück weit kann man überlegen, inwiefern Feinstaub noch Auswirkungen auf Pflanzen haben kann. Das hat er. Allerdings kaum negative, dafür müsste im Feinstaub schon jede Menge Gift drin sein und da kann ich gleich mal schon vorweggreifen, das ist bei Silvesterfeuerwerk nicht der Fall. Ein bisschen was ist drin, ja, das ist, macht aber auf die Gesamtfläche, in der der ganze Feinstaub dann verteilt wird, beziehungsweise sämtliche Emissionen aus dem Feuerwerk, einen verschwindend geringen Anteil aus. Gäbe es den nicht, wäre besser. Ist er ein Problem? Nein. Wird er bald mal ein Problem sein? Voraussichtlich nein, nach dem aktuellen Stand der Forschung. Also selbst wenn wir das jedes Jahr emittieren und wieder emittieren und wieder emittieren und wieder emittieren, sind die Zahlen so gering, dass nicht absehbar wäre, dass dadurch dann mal ein nennenswertes Problem entstehen könnte. Ne? Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal generell einfach nur dieser Feinstaubanteil, jetzt 2050 Tonnen, was ist das? Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Das sind etwa 0,8% vom jährlichen Feinstaubausstoß von Deutschland. Bedeutet, 0,8% entspricht ungefähr die Silvesternacht, damit hat die Silvesternacht ungefähr Pi mal Daumen das circa Dreifache an Feinstaubemissionen wie ein normaler Tag. Also wie der, keine Ahnung, durchschnittliche Januar oder der durchschnittliche März oder was auch immer Tag. Also ungefähr das Dreifache. Das ist jetzt natürlich schon viel, aber es ist auch nicht katastrophal, super gigantisch, megamäßig, ultimativ viel. Es ist nicht das 30-fache und auch nicht das 300-fache oder solche Späße. Und sowas wurde hier und da auch schon mal behauptet. Trotzdem entspricht, da gibt es so eine Zahl, die da im Raum steht, inwieweit die stimmt, das ist sehr schwer zu verifizieren. Aber grob entspricht der Aufenthalt in der Silvesternacht am Ort des Feuerwerks etwa dem Konsum von 7 bis 8 Zigaretten. So rein von der Menge her an Feinstaub, den man sich lungentechnisch eingezogen hat, beziehungsweise halt eingeatmet hat. Ja, ansonsten enthält so ein Feinstaub unter anderem Stickoxide. Die führen dazu, dass der Nitrat- und Nitrithaushalt des Bodens möglicherweise zunimmt, wenn der Feinstaub dann irgendwann mal ausgeregnet wird. Im Fall von Silvesterfeinstaub sind da auch größtenteils noch Natrium und Magnesium drin. Die machen wirklich den absoluten Löwenanteil aus. Wir haben also
eine Düngung in Anführungszeichen. Das muss man auch mal, ja, nur mit begrenzt positiv bewerten, aber es kann zumindest auf landwirtschaftlichen Böden keinen negativen Effekt haben. Die werden zusätzlich ein wenig durch die Silvesternacht gedüngt. Allerdings wirklich auch nur ein wenig. Natrium, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Pflanzenernährung, und Magnesium ist nochmal wichtiger und häufig auch Mangel. Das heißt, es gibt durchaus Pflanzen, die Magnesium in größeren Mengen gebrauchen könnten, und hier kann das Feuerwerk tatsächlich auch mal einen positiven Aspekt haben. Aber klimarelevant kann Feinstaub insofern sein, dass er A, in großer Konzentration verhindert, dass sich die Atmosphäre aufheizt, weil er quasi wie eine Rauchdecke für das einkommende Licht, ne, Sonnenstrahlen reflektiert und abblockt und die Wärme gar nicht bis zum Erdboden vordringt, und damit wäre eine Verdunklung der Atmosphäre durch Rußpartikelchen, das wird übrigens auch überlegt, ob man das als Not-Not-Not-Lösung, würde ich von abraten, aber als Not-Not-Not-Lösung gegen den Klimawandel auch machen kann, dass man einfach einen Haufen Ruß in die Atmosphäre pumpt, um die Atmosphäre zu verdunkeln und somit dann die Temperatur wieder runterzukriegen. Allerdings wäre das völlig unkontrollierbar und ein Rumspielen in einem System, das wir in dieser Vollständigkeit nicht verstanden haben, und das könnte zu völlig ungewollten Konsequenzen, wie zum Beispiel der Herrschaft von irgendwelchen Maschinenwesen, die uns dann als großen Bioreaktor an so lustige Schläuche, die wir hier hinten in den Kopf gebohrt bekommen, anschließen, und dann müssen wir eine rote oder eine blaue Pille futtern, wenn wir da wieder raus wollen, was man besser sein lässt, weil das Steak schmeckt besser in der Matrix, ne? Kleine Filmanekdote an dieser Stelle. Ja, das nur am Rande angemerkt. Aber Feinstaub hat eine gewissermaßen ein Stück weit eine kühlende Wirkung auf die Erde. Das wäre also dann auch wieder ein... da kann man sich kloppen, ob das ein positiver Aspekt ist. Ne? Wie gesagt, es ist außerordentlich komplex, aber im Teilbereich vielleicht wirklich ein kleines bisschen was Positives. So, negative Auswirkungen für die Klimageschichte kann Feinstaub eigentlich nur dann haben, wenn er sich als schwarze Partikel auf Neuschnee legt. Jetzt kann das im Winter durchaus passieren. Sollten wir tatsächlich mal Schnee haben, wenn Silvester ist, dann schmilzt dieser Schnee hinterher schneller, weil auf dem Schnee jetzt eben der ganze Ruß und der ganze Feinstaub aus der Silvesternacht landet, damit der Schnee dunkler wird und dunkles Material sich in der Sonne halt eben schneller aufheizt als rein weißer Neuschnee. Ja? Theoretisch wäre es auch möglich, dass die Gesamtmenge an Feinstaub, die in ganz Europa in der Silvesternacht abgegeben wird, bis in die Alpen driftet, sich da auf einen der letzten Gletscher setzt und der letzte Gletscher damit auch ein wenig schneller schmilzt. Das passiert im Übrigen auch durch sämtliche Kfz-bedingte Feinstäube und aus der Kohleheizgeschichte entstehende Feinstäube und jeden denklich anderen Feinstaub. Auch Reifenabrieb, wenn du mit dem E-Auto fährst, produzierst du auch Feinstaub in Form von, ja, Gummifeinstaub in gewisser Weise, und auch das Zeug kann sich irgendwo auf einem Gletscher absetzen und den Gletscher verdunkeln, und der schmilzt dann halt eben ein bisschen schneller. Konkrete Zahlen gibt es dazu nicht, es gibt lediglich halt eben Belege, die beweisen, dass das passieren kann. In welchem Umfang und welchem Ausmaß, das ist momentan noch sehr, sehr schwierig. Und ja, da geben die Daten noch nicht mehr her. Aber wie ja schon eingangs erwähnt, die Datenlage zum ganzen Thema ist ziemlich überschaubar. Ja, was da sonst noch eben an chemischen Emissionen sozusagen durch das Silvesterfeuerwerk stattfindet, das hat mal die Schweiz untersucht, und das würde ich jetzt anhand ein paar Diagramme und ein paar Tabellen und so weiter, was ich dazu halt habe, mal per Voice-Over machen wollen. Ne? Also bis gleich im Voice-Over-Zustand. Ich weiß nicht, ob die Nase da besser ist. Ja, und da gibt es vor allen Dingen aus der Schweiz eben ein paar Informationen, was wir dann an gasförmigen Emissionen in unserem Feuerwerk finden können. Und zwar, entnehme es der Überschrift, übrigens Link zu diesem Zettel hier, findet ihr auch wieder in der Videobeschreibung, Emissionsfaktoren in Gramm pro Tonne Feuerwerk für Stäube und gasförmige Reaktionsprodukte. Soll heißen, da muss schon eine sehr, sehr große Zahl stehen, damit das irgendwie nennenswert relevant ist. So,
Und das heißt, wir haben jetzt erstmal, also es sind zwei Studien, die hier untersucht wurden, die sind leider beide schon älter. Allerdings hat sich da wahrscheinlich nicht viel dran geändert, es sei denn, da wurde irgendein Fehler gemacht. Das wüsste ich aber nicht, dass das der Fall sein soll. Bedeutet, wenn du eine Tonne Feuerwerk abfeuerst, dann kriegst du eben das Zeug raus. Und wenn du entsprechend mehr Tonnen Feuerwerk verfeuerst, was bestimmt angestiegen ist im Vergleich zu 2001 oder 2008, dann kriegst du halt noch mehr von dem Zeug, weil es mehr Tonnen sind, ne? Aber die relativen Anteile, die dürften eigentlich schon noch relativ aktuell sein. Also, wir kriegen zunächst mal ganz überwiegend den sogenannten Schwebstaub. Das ist erstmal auch was Gasförmiges, ist aber quasi Feinstaub, eine andere Form davon. Dann gibt es eben den Feinstaub PM10. Das ist also eben das Zeug, was man theoretisch einatmen kann. Der Schwebstaub wird vermutlich, soweit ich das recherchieren konnte, die größeren Partikel sein. Ich bin da aber kein Experte für. Und dann halt eben noch die ganz, ganz feinen Partikelchen vom Feinstaub. So, diese Werte, die sind vielleicht ein bisschen zu hoch in Anbetracht dessen, dass wir halt eben reduzierte Feinstaubbindungswerte in der neueren Studie bekommen haben. Aber ja, schwer zu sagen, es ist jetzt auch nun mal mehr so als Übersicht gedacht. Jedenfalls gibt es dann noch Kohlenmonoxid. Das Zeug ist dahingehend giftig, dass man ersticken kann, wenn man das zu viel einatmet. Kohlendioxid, ja gut, das kennen wir ja, das ist das gleiche Phänomen. Auch da kann man theoretisch ersticken, wenn man das zu viel einatmet. Ansonsten ist es natürlich klimawirksam. Schwefelwasserstoff spielt da nochmal eine große Rolle. Schwefeldioxid auch nochmal eine große Rolle. Beides kann Bestandteil von saurem Regen sein, ist da auch drin, hat allerdings de facto in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt genau genommen, das wird ja in Deutschland sehr, sehr minutiös untersucht, ob Säureeinträge in die Wälder, also durch sauren Regen, zu Schädigungen der Pflanzen führen. Und da kann man ganz klar Entwarnung geben, das ist absolut nicht der Fall. Die Vergilbung durch Säureeinfluss, durch zum Beispiel Schwefelwasserstoff und ähnliche Späße, das ist wirklich auf quasi kaum noch wahrnehmbar zurückgegangen. Und das bisschen, was es da jetzt noch gibt, das muss man wirklich ignorieren, weil das ist so wenig, ja, das spielt keine Rolle. Dann die Stickoxide, da sind nur sehr wenige. Da hat mich überrascht, dass das nur so wenige sind, ne? Also verglichen mit den anderen Zahlen, die wir hier sehen können, erstaunlich wenig. Und dann in Spuren, also wirklich nur ganz, ganz bisschen, kommt dann noch Methan bei raus. Ja, Methan wäre jetzt ein enorm wirksames Klimagas, circa 23, 24 Mal so wirksam wie CO2, aber in den geringen Mengen, in denen das hier entsteht, kann man das auch vernachlässigen. Gut, gucken wir uns mal die nächste Tabelle noch an. So, hier haben wir jetzt ein schönes Balkendiagramm mit der groben Zusammensetzung von ja, der elementaren Zusammensetzung. Das sind alles chemische Elemente, die jeweiligen Balken, ja, die beim Feuerwerk anzünden eine Rolle spielen. Die absoluten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Das sind alte Untersuchungen eben aus der Schweiz. Das heißt, die absoluten Werte, die hier stehen, die mögen in Deutschland höher liegen. Die mögen vielleicht inzwischen auch niedriger sein, weiß ich nicht. Habe ich leider gar nichts zu gefunden, aber wahrscheinlich liegen die, wenn man es auf Deutschland betrachtet, schon ein bisschen höher. Was allerdings vor allen Dingen für uns interessant ist, ist eben erstmal, welche Elemente sind da überhaupt drin? Und zweitens, wie sind die Anteile der jeweiligen Elemente zueinander? Und da muss man jetzt unbedingt mal ganz links bitte auf die Skala gucken. Wir haben unten 1, dann kommt 10, dann kommt 100, 1000, 10.000 und 100.000. Das heißt, das ist eine Skala, die sehr, sehr, sehr schnell größer wird. Und da die in Zehnerpotenzen funktioniert, sind die kleinen Balken halt quasi eigentlich gar nicht existent im Vergleich zum 83.000er Kalium. Balken. Eigentlich ist nur der 83.000er Kaliumbalken quasi der, der in einem halbwegs richtigen Verhältnis zu allen anderen dargestellt ist, weil das Magnesium sind ja nur noch 6.300. Ich finde diese Form der Darstellung also ein bisschen,
naja, hätte man vielleicht anders wählen können, aber solche kleinen Zahlen würden dann auch recht schnell mehr oder weniger verloren gehen in der Darstellung. Also man muss das wissen. Ansonsten gilt hier wieder, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, beziehungsweise lies die Statistik dann wenigstens richtig. So, also haufenweise Kalium, das ist nicht weiter schlimm, das ist für die allermeisten Pflanzen ein sehr wichtiges Nährelement. Das kann in Überkonzentration theoretisch vorkommen, aber dafür reichen 83.000 Tonnen tatsächlich immer noch nicht aus. Quatsch, 83.000 Kilo reichen da wirklich bei weitem nicht über eine riesen Landschaft verteilt. Nochmal, das ist ja alte Zahlen aus der Schweiz, aber selbst in Deutschland, also in Kaliumüberversorgung kann auf keinen Fall stattfinden und alles andere ist mengenmäßig dann auch schon erst recht nicht in der Lage, wirklich eine große Rolle zu spielen, wenn man das eben über eine große, große, große Fläche verteilt und vieles davon einfach direkt auch im Wasser landet oder bald im Wasser landet über Oberflächenabfluss und dann einfach ausgespült wird ins Meer und entweder da sedimentiert oder irgendwie anderweitig wegtransportiert und irgendwo anders wieder eingebaut. Auch Meereslebewesen nutzen ja viele dieser Elemente. Einige davon sind durchaus auch wichtig für Leben generell, manche für Tiere, andere für Pflanzen. Und wieder andere, mehr dann eher für anorganische Chemie, die dann aber auch mitunter eine Rolle spielen kann. Ist also alles, hat alles irgendwo seine Daseinsberechtigung, fast alles zumindest davon. Ja, und man beachte Kalium, also mit Abstand das häufigste, Magnesium kommt dann auf Platz 2, ist aber schon viel weniger, ne, also 83.000 zu 6.300 und danach kommt Aluminium und Barium. Barium wüsste ich nicht, dass das irgendwas besonders Schlimmes darstellen würde in der Natur. Kann ich mich aber auch irren, habe mich jetzt auch nicht mit jedem dieser Elemente intensiv auseinandergesetzt. Magnesium hingegen ist was Positives. Viele Pflanzen leiden eher unter Magnesiummangel, beziehungsweise fast jede Pflanze in Deutschland, insbesondere Waldpflanzen, können mit zusätzlichem Magnesium definitiv was anfangen und sofern sie dann noch genügend Wasser und genügend Licht bekommen, durchaus dadurch eher etwas besser wachsen. Das ist also wirklich nichts Schlechtes. Anders schaut es mit dem Aluminium aus. Aluminium kann in sehr großen Konzentrationen dann irgendwann pflanzentoxisch wirken, wenn nicht genügend Magnesium da ist. Ganz vereinfacht gesagt, nimmt eine Pflanze dann Aluminium auf, wenn sie verzweifelt versucht, Magnesium aufzunehmen, aber kein Magnesium bekommt. Das gleiche gilt übrigens ein Stück weit auch für Calcium. Und wenn beides, Calcium wie Magnesium, eben nicht da sind, dann spielt erst die Aluminiumkonzentration eine größere Rolle. Da hier aber gleichzeitig eben noch Magnesium deponiert wird, zusammen mit dem Aluminium, kann eigentlich ein Magnesiummangel hier nicht auftreten, sodass das Aluminium aus meiner Sicht relativ harmlos sein dürfte. So, Barium, wie gesagt, weiß ich nicht, dann Zinn, Kupfer, Titan ist noch dabei und Blei, Pb, ist dann natürlich wieder ein Punkt, der ganz interessant ist. Das sind hier jetzt 260 Kilo Blei, die sich da über die Schweiz verteilen. Jetzt ist Blei ziemlich schwer, dementsprechend sind das gar nicht so viele Molekülchen, die 260 Kilo bilden. Und das sollten allerdings unsere Böden auch wieder in der Lage sein, also nicht nur unsere Böden, sondern auch die der Schweiz natürlich, vernünftig aufzunehmen, irgendwo zwischenzulagern. Und ein Stück weit ist eine gewisse Belastung mit sogenannten Schwermetallen wie dem Blei durchaus etwas, was auch in der Pflanzenwelt weggesteckt werden kann, was auch unser Organismus ein Stück weit wegsteckt. Und diese Kleinstmengen, die man davon problemlos überall finden wird und die in jedem Boden auch vorhanden sind, immer in Kleinstmengen, die steigen durch die Menge, die jährlich durch Feuerwerk ausgebracht wird, quasi kaum an, zumal ein kleiner Teil von den Dingern auch irgendwann mal ein bisschen ausgewaschen wird, das heißt, die werden auch wieder weniger. Und es ist zumindest nicht absehbar, dass abseits von Zeithorizonten wie 1000 Jahren hier eine Anreicherung von solchen ungesunden Sachen durch Feuerwerk zu erwarten ist. Ich bin aber wie gesagt kein Experte und gleichzeitig die Studienlage ist halt noch relativ dünn. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es hier definitiv nochmal. Wir wissen es nicht genau. Konkreten Grund zur Warnung und konkreten Grund zur Furcht sozusagen gibt es aber nicht.
Ja, vielleicht hier nochmal, um nochmal ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung, in welchem diese ganzen Feuerwerksgase hier emittiert werden, zu bekommen, haben wir mal diese Grafik. Ihr seht da eingetragen vom 31.12.2012, 0 Uhr, also der Tag fängt gerade an, der Silvestertag, bis eben zum Übergang in den Januar, wo dann logischerweise das Feuerwerk stattfindet, hier auch als großen Ausschlag zu erkennen, und dann flacht das Ganze langsam ab. Wenn wir uns eben dem 2. Januar, gegen Ende des 2. Januars, dem nähern. Ganz interessant ist hier eben, dass unsere blauer Balken, die Schwefelwasserstoffkonzentration, wenn man jetzt also sagen möchte, ja, okay, Schwefelwasserstoff ist gefährlich und Feuerwerk produziert jede Menge Schwefelwasserstoff, ja, es gibt da definitiv einen Peak. Ja, aber man muss auch dazu sagen, der 31.12. ist in der Schweiz, das sind glaube ich wieder Schweizer Daten, ja, sind es, ein ganz normaler Arbeitstag in Anführungszeichen. Da finden also noch diverse Geschäfte statt und die Schwefeldioxidemission, die wir hier sehen können, die dürfte auch unter anderem, Quatsch, Schwefelwasserstoff, Entschuldigung, Schwefelwasserstoff meine ich, die dürfte im Wesentlichen auf den ganz normalen Alltagsverbrauch oder die normale Alltagsemissionen in einem normalen Alltag, fast normalen Alltag, natürlich ist der 31. kein ganz normaler Alltagstag, auch nicht in der Schweiz, zurückzuführen sein. So, und da haben wir dann halt eben eine Erhöhung von 2 Mikrogramm pro Kubikmeter auf 4 Mikrogramm pro Kubikmeter, also eine Verdopplung kurzfristig von ja, 0 Uhr bis 2 Uhr gegen 3, 4. Ihr seht da selber, klingt das relativ stark ab und wir kommen dann morgens um 6 auf einen ganz normalen Durchschnittswert, den man auch tagsüber ja, standardmäßig problemlos an einem normalen Werktag erreichen würde. Also für Schwefelwasserstoff ist das Feuerwerk tatsächlich schon so, dass es einen Peak gibt. Ja, aber der ist wirklich nichts Herausragendes und nichts Beeindruckendes und das dürfte in Deutschland ganz genauso aussehen. Also wer Angst hat vor saurem Regen oder um die lieben Pflanzen, die da mittels zu viel Schwefel Probleme bekommen könnten, das ist sicherlich nicht der Fall wegen dieser kurzfristigen Exposition hier, die ein bisschen über dem Normalwert liegt. Ja, und dann hätten wir da den Feinstaub, das ist die rote Linie, der ist natürlich am 31.12. 12. deutlich geringer und liegt da so ungefähr bei 1 und schießt dann halt rauf auf 4. Das ist also ungefähr eine Vervierfachung des Normalwertes. Das entspricht auch dem, was unser Umweltbundesamt früher gemessen hat. Und diese Daten sind ja auch so alt. Und da darf man also ungefähr davon ausgehen, dass sich diese alte Schweizer Messung mit unserer früheren Umweltbundesamt-Messung ziemlich gut gleicht. Und so gesehen kann man diese Kurve da fast halbieren für den Feinstaub, weil es ganz so viel dann doch nicht ist. Und das bedeutet, wir haben ungefähr eben um das Zweifache, maximal um das Dreifache für einen Zeitraum von maximal 12 Stunden eine erhöhte Feinstaubkonzentration in der Luft. Es ist medizinisch übrigens noch ziemlich unklar, wie sich eine kurzfristige Feinstaubemission, also ein kurzfristiges Peak an besonders viel Feinstaub überhaupt auf die Lunge bzw. auf den Organismus, insbesondere auf den Menschen, auswirkt. Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Gesund ist es sicher nicht. Ob es furchtbar, furchtbar schlimm ist, das weiß man halt auch noch nicht so ganz. Aber Anzeichen, dass es reihenweise Leute umbringt, gibt es keine, schlicht und ergreifend. Ja. Also nur, dass wir euch mal ungefähr vorstellen könnt, in welchen Größenordnungen wir uns hier eigentlich bewegen. Ich finde die Grafik dafür eigentlich ganz gut geeignet, aber man findet halt eben auch nicht allzu viel. Was ein bisschen genauer betrachtet wird, ob es nicht vielleicht eventuell schädlich sein könnte und zu schlimmeren Konsequenzen durch Feuerwerk führt, sind die sogenannten Perchlorate. Die sind hier in Mikrogramm pro Liter Wasser wohlgemerkt angegeben, und zwar Seewasser, in diesem Fall in den USA. Es hat nochmal weltweit ein paar andere Untersuchungen gegeben, wo man sich genau das angeguckt hat, wie viel Perchlorate hat man nach einer Feuerwerksepisode hinterher im Wasser gefunden. Und ja, wie wir sehen können, ist hier im linken Beispiel, das sind zwei unterschiedliche Zeiträume, ne, wie ihr sehen könnt, und zwei unterschiedliche Seen, soweit ich weiß,
hat man hier links tatsächlich einen sprunghaften Anstieg um das Elffache feststellen dürfen, dann allerdings auch innerhalb weniger Tage wieder einen starken Rückgang auf fast Normalniveau, beziehungsweise vom 29.06.05 bis, sagen wir mal, 21.07.05 ist es dann auch tatsächlich auf Normalniveau zurückgekehrt. Es gibt Bakterien, die Perchlorate umsetzen können, die verstoffwechseln die einfach. Das ist ein beliebtes Oxidationsmittel, bedeutet, es begünstigt, vorsichtig ausgedrückt, die Verbrennung und wird daher eben auch in Feuerwerk eingesetzt und kann aber eben auch von verschiedenen Mikroorganismen problemlos umgesetzt werden. Würde sich das aufkonzentrieren, auf Dauer, langfristig, dann wäre es tatsächlich gefährlich. Dann könnte es also auch Sachen oxidieren, die nicht oxidiert werden sollen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die eben aus diesen Perchloraten hervorgeht. Aber diese Untersuchungen hier haben relativ eindeutig bewiesen, dass sich das innerhalb von recht kurzer Zeit ziemlich gut wieder abbaut. Im rechten Beispiel allerdings ist der Zeithorizont bis zum Wiederabbau deutlich länger. Da müsste man also irgendwann mal in der Folgeuntersuchung vielleicht mal sich anschauen, woran das liegt. Dass im linken See das so flott geht und im rechten See eben nicht. Mag auch sein, dass die Exposition eine andere gewesen ist, wobei allerdings die Mengen rechts, ne, da sind wir bei 2 und ein bisschen, und links sind wir bei 11, ne, und das sind beides Mikrogramm pro Liter. Und das sorgt dann schon dafür, dass man sich da so ein bisschen schon noch ein paar Fragen dazu stellen darf, absolut, ja, aber auch im rechten Beispiel, wenn man da langfristige Gewässerproben nimmt, die länger zurückliegen vom nächsten Feuer, dann findet man von dem Zeug gar nichts oder halt eben wirklich nur noch ein Mikrogramm pro Liter und das ist dann quasi auch so verschwindend gering, dass das nichts ist, zumal Perchlorate nicht furchtbar, furchtbar gefährlich sind. Aber das ist so eine der Verbindungen, die tatsächlich besondere Aufmerksamkeit verlangt, wenn es um die Emissionen von Feuerwerk geht. Ja, und nach bestem Wissen und Gewissen war es das aber an der Stelle auch mit den Tabellen und schönen Bildchen und wir kehren zum Ben vor Ort zurück. Ja, und dann kommen wir zu den Tieren. Auch da wieder wenige Studien, die das mal bei Wildtieren untersucht haben, inwiefern da das Feuerwerk einen nennenswerten Einfluss hat. Gar nichts gibt es, außer ein paar theoretische Überlegungen und Einzelfallbeobachtungen. Zu Säugetieren, zu Vögeln gibt es immerhin mal eine Sache, wo man mittels, ich meine, Radar wäre das gewesen, aber auch das blende ich euch nochmal ein, wenn es falsch war, geguckt hat, wann fliegt denn die Vögel eigentlich rum, beziehungsweise einfach deren Ausschläge im Radar gemessen hat und hat festgestellt, dass quasi, wenn es dann mal wirklich Nacht geworden ist, also nicht so Dämmerungsaktivität, da sind dann schon noch ein paar Vögel unterwegs und dann wird es weniger und weniger und weniger und ab wirklich definitiv Nacht sind die Vögel normalerweise kaum noch unterwegs. Es gibt fast keine nachtaktiven Vögel, paar Ausnahmen wie Eulen eben, die dann besondere Fähigkeiten entwickelt haben, um auch bei Dunkelheit noch klarzukommen, aber die allermeisten Piepmatzvertreter, vor allen Dingen auch größere Vögel wie Wasservögel, die sind nicht nachtaktiv, ausgesprochen nicht. Wenn sie dann durch Silvester gestört werden, kann es aber passieren, dass sie dann halt doch beschließen, jetzt mal ausnahmsweise nachtaktiv zu sein und dann fliegen sie ab 12, also wenn es mit dem größeren Geboller losgeht, zumindest in der in der entsprechenden Studie wirklich erst so circa ab 12, kaum was vorher, also das ganze Vorgeböllere, was scheinbar in den Niederlanden keine so große Rolle spielt. Besagte Studie ist nämlich aus den Niederlanden. Und wenn es doch stattfindet, dann hat es auf jeden Fall keinen nennenswerten Einfluss auf das Flugverhalten unserer Vögel. Ja, also die fliegen ab 12, wie gesagt, dann los, fliegen dann noch mindestens eine Stunde rum und ab da beruhigt sich das Ganze dann wieder. Das hängt jetzt allerdings sehr davon ab, eben welches Gebiet man sich anguckt und unter welchen Bedingungen die Vögel genervt worden sind. Zum Beispiel macht man Feuerwerk irgendwo in der großen Stadt, dann kann man damit allenfalls ein paar Stadtvögel stören. Die Stadtvögel sind, wenn sie dann mehrjährig sind, daran teilweise auch schon gewöhnt. Und das Blöde ist, dass wir mit dieser Untersuchungsmethode halt eben auch nur nachweisen können, dass es Vögel gibt,
die sich gestört fühlen und was die tun. Wir kriegen keine Angabe dazu prozentual, wie viele Vögel sich denn eigentlich gestört fühlen und wie viele Vögel das einfach schon kennen und das Feuerwerk einfach aussitzen und beschließen, dass sie auf dem Ast, auf dem sie gerade hocken oder was auch immer, am besten aufgehoben sind. Daher ist es einfach eine, es gibt Vögel, die dadurch gestört werden, Angabe. Die fliegen zum Teil auch sehr weit und sehr hoch, zum Teil, ja. Aber auch hier ist es wieder ganz, ganz schwer, eine konkrete Zahl zu erfassen, womit man wirklich exakt sagen könnte, das ist der Einfluss vom Feuerwerk. Ja. Man kann aus dieser Information jetzt natürlich schließen, wenn ich überhaupt gar nie, ganz und gar, überhaupt gar keinen Vogel stören möchte, dann mache ich kein Feuerwerk. Korrekt. Ja? Das wäre also eine Möglichkeit. Und wer so handeln möchte, hat da selbstverständlich meine vollste Unterstützung. Das ist eine mögliche logische Konsequenz daraus. Muss man aber auch. Ja, vielleicht nicht. Ja? Wenn man nämlich den Ort des Feuerwerks so wählt, dass am Ort des Feuerwerks eben wenig Vögel zu erwarten sind, dann sind auch die Chancen, dass man da viele Vögel stört, relativ gering. Und dann ist als nächstes noch unbedingt zu klären, inwiefern ist es für einen Vogel denn völlig furchtbar, wenn der gestört wird. Grundsätzlich sind die allermeisten Vögel, um die es hier geht, beziehungsweise die es bei uns gibt, grundsätzlich Fluchttiere. Ja, also die haben evolutionär schon immer Angst bekommen und sind abgehauen, wenn immer irgendwas ein bisschen seltsam gewesen ist. Es gehört also zum hoch ganz normalen, absolut arttypischen Verhalten von Vögeln, dass sie abhauen, wenn ihnen was nicht koscher ist. Ja, das ist also ganz normal. Gehört ins Vogelökosystem sozusagen dazu. Jetzt ist halt einfach die Frage, kann man ethisch, moralisch vertreten, dass man zusätzlich zu all den anderen Faktoren, die Vögel flüchten lässt, noch einen weiteren Fluchtgrund und das mitten in der Nacht hinzufügt. Ne? Es ist tatsächlich für einen Individualvogel, der nicht nachtaktiv ist, relativ ungewöhnlich, dass er mitten in der Nacht nochmal rumfliegen muss und da gestört wird. Passiert natürlich trotzdem, weil es ja auch Jäger gibt, die nachts versuchen, sich eine Gans zu schnappen, den Fuchs zum Beispiel, ne? Oder eine Ente eher, jetzt weniger eine Gans, soll aber auch schon vorgekommen sein und so weiter und so weiter. Das gibt es alles und deswegen müssen auch Vögel, die nachts pennen, immer noch ein bisschen wachsam sein und davon ausgehen, dass irgendein Raubtier sie eventuell bedrohen könnte und dann fliegen die auch weg, wenn ihnen das individuell passiert. Was halt der Unterschied ist, beim Feuerwerk passiert es halt allen mehr oder weniger gleichzeitig, was dann vielleicht noch eine gewisse Massenpanikverstärkung auslösen könnte. Ob, und das weiß jetzt diese Studie eben nicht, dieses Massenpanikverhalten und dieses viele Rumfliegen, teilweise auch sehr hohes Rumfliegen, deutlich höher als üblicherweise, mit großem Energieverbrauch, ob das jetzt wirklich tote Vögel erzeugt, das ist eine andere Frage. Ja? Und wenn es angenommen tote Vögel erzeugt, dann müssen wir hier auch zumindest drüber nachdenken. Ja, das kann ein Argument sein, was ihr gerne ignorieren dürft, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man es zumindest mal gesagt hat. Natürliche Selektion spielt halt nun mal in natürlichen Ökosystemen eine gewisse Rolle. Und wenn die Umwelt ist ja zusammenfassend für sämtliche Bedingungen, die um ein Lebewesen drumherum stattfinden. Ja, das können auch menschgemachte Bedingungen sein. Jede Umwelt, die wir heutzutage in Deutschland haben, ist ein Teil anthropogen geprägt. Ja, eine reine Wildnisumwelt, in der der Mensch überhaupt keinen Einfluss gehabt hätte, haben wir in Mitteleuropa nicht. Und da gehört also dann auch zum allgemeinen Einfluss der menschgeprägten Umwelt, dass es mal Krach macht. Und wir wissen, wie gesagt, eben nicht, wie viele Tiere es gewohnt sind, dass es mal Krach macht aus ihrer menschlichen Umgebung und die ein Feuerwerk als einfach nur mehr vom menschlichen Krach einordnen. Das dürfte bei Tieren, die autobahnnah wohnen oder neben irgendwelchen Industrieanlagen und sonstigen Kram, die sehr viel Lärm machen, durchaus häufiger der Fall sein. Das wissen wir halt alles nicht. Hier ist also die Dunkelziffer wirklich außerordentlich hoch. Im Übrigen, aus einer Population von Vögeln, die durch Silvesterkrach gestört wird, werden im Übrigen, wenn welche sterben, das wissen wir auch nicht, ob konkret welche sterben, das kann man so nicht sagen. Es besteht die Möglichkeit, ja, absolut. Es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass der eine oder andere da einen Unfall erleiden wird. Aber
es ist halt nun mal ein Stück weit normal, dass Vögel oder sonstige Tiere nicht unsterblich sind und da stirbt dann halt schon auch hin und wieder mal einer. Es ist in diesem Fall allerdings eben schon ein dummer Grund, um Vögel umzubringen, dass man nur für sein eigenes Vergnügen, in Anführungszeichen, jetzt hier Feuerwerkchen macht und da halt eben keine Rücksicht auf die Tiere nimmt. Beziehungsweise es ist ein sinnloser Tod, würde man sie umbringen, um sie zu essen, dann hätte der Tod ja vielleicht noch irgendwie mehr einen Sinn erfüllt. Das sind so ethisch-moralische Fragestellungen, die in diesem Kontext diskutiert werden können, vielleicht auch sollten, eventuell sogar müssen. Und ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Sehr schwierig in der Hinsicht zu einer persönlichen Wertung zu kommen. Nochmal ganz wichtig, es spielt auch eine sehr, sehr große Rolle eben nochmal, wo das Feuerwerk stattfindet. Wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es hier in der näheren Umgebung kaum nennenswert viele besondere Vögel gibt, die besonders weit fliegen, besonders schrecklich aufgeschreckt werden, und nicht einfach nur 5 Bäume weiterfliegen, da halt kurz Pause machen und wieder zurückkehren, wenn das Feuerwerk wieder vorbei ist. Ja, sondern wirklich massiv sich stören lassen. An so einem Ort sollte man dann halt eben kein Feuerwerk machen. Es versteht sich von selbst, dass man zum Feuerwerken nicht an irgendeinem Brutgebietsee, zum Beispiel in den Niederlanden, die haben da halt viel mehr solche Großvögel, die auf dem Radar auch auftauchen, ne? Gibt es in den Niederlanden ja überall Feuchtgebiete, wo eben Brutvögel, Zugvögel und generell einfach die großen Wasservögel in großen Mengen anwesend sind. Jede Menge Gänse, einfach die stinknormale Graugans beispielsweise, die kann da auch schon mal zur Plage in Anführungszeichen werden. Das haben wir in Deutschland so gar nicht. Jedenfalls nicht im urbanen Raum, wo dann halt doch die meisten von uns leben, beziehungsweise hier, wo ich lebe, gibt es auch nirgendwo nennenswert Wasservögel, bis auf ein ganz paar Enten direkt auf dem Fluss. Und das ist eigentlich eher ein ruhiger Ort in der Silvesternacht, direkt auf dem Fluss. Das muss man also wirklich immer so ein bisschen relativieren, wie viele Tiere sind denn überhaupt da, die möglicherweise gestört werden können. Ja, dann wäre da das Thema mit den Haustieren. Das betrifft jeden von uns, der Haustiere hat. Da hat man vielleicht schon mal erlebt, dass die dann eben ein wenig abdrehen durch das Feuerwerk und ziemlich unruhig werden. Hat man vielleicht mal erlebt, sage ich absichtlich, es gibt auch Haustiere, denen das scheißegal ist. Ja, und es ist außerdem sehr, sehr schwierig, in diesem Zusammenhang überhaupt festzustellen, wie gestresst ist denn jetzt mein Hund, meine Katze, mein Hamster überhaupt. Sind sie einfach nur ein bisschen nervös und dann geht es ihnen bald wieder gut und das kann man am Verhalten stark ablesen? Oder sind sie über Tage völlig aus dem Häuschen und so weiter und so fort? Und Fälle, wo die Tiere über Tage völlig aus dem Häuschen sind, die schaffen es natürlich in die Medien. Sind das aber viele? Das ist jetzt halt die große Frage. Zu Hamstern und Katzen weiß ich das nicht. Zu Hunden gibt es eine Untersuchung mit einer relativ großen Stichprobe von, ich meine, etwas über 1300 Hunden, die man diesbezüglich mal beobachtet hat, beziehungsweise mit Herrchen, Frauchen gesprochen hat. Und da kam plus minus bei raus, grob gerundete Zahlen, ne? Weil ich war zu faul, mir die Originalzahlen aufzuschreiben. Ich verlinke euch aber gerne die Originalquelle, dann könnt ihr das selber nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Circa 50% der Hunde haben überhaupt irgendeine Beeinträchtigung. Soll heißen, die Hälfte aller Hunde in dieser Untersuchung hat gar keine Beeinträchtigung. Denen ist das also gerade Schnurz, dass es da draußen böllert und so weiter und so fort und das interessiert die nicht weiter. Ja, von den 50, die ein wenig, mindestens ein wenig beeinflusst sind, kehren 80% nach der Nacht wieder in den Normalzustand zurück. Also spätestens morgens, wenn man dann selber schlafen gegangen ist und wieder aufsteht, ist der Hund auch wieder völlig normal und verhält sich in keinster Weise wieder auffällig. Ja, damit sind wir also bei insgesamt 90% aller Hunden in dieser Studie, die entweder gar keine Auffälligkeit oder nur mal eine kurzfristig oder am nächsten Morgen war alles wieder gut zeigen. Ich würde sagen, aber das ist meine persönliche Einschätzung, das dürft ihr auch anders sehen, das ist relativ vertretbar. Von den 10%, von den restlichen 10% der Gesamthunde ist nochmal die Hälfte, also insgesamt 5% aller Hunde, tendenziell ein bisschen länger geschädigt. Heißt, sie brauchen einen Tag, einen kompletten, ne, also bis zum nächsten Abend, um sich wieder zu erholen. Und dann die letzten 5%, das sind die, die halt wirklich schwerere, in Anführungszeichen, Schäden dazu, davontragen und länger
als einen Tag benötigen, um sich wieder zu erholen. Ganz, ganz selten kommt es vor, ich glaube bei 3 Hunden in der Stichprobe, dass sie wirklich Wochen gebraucht haben, um sich nach dem Schreck wieder zu erholen. Eine große Rolle spielt übrigens in dem Zusammenhang das Alter des Tieres. Vermutlich ist das auch der Grund, weshalb Katzen generell etwas weniger Einfluss aufs Feuerwerk zu zeigen scheinen, weil die häufig älter sind. Die haben ja eine höhere Lebenserwartung als Hunde im Regelfall, nicht zwingend, aber im Regelfall doch. Und haben dann einfach diverse Feuerwerke schon erlebt, haben sich das auch gemerkt als einschneidendes Ereignis. Es ist nie was passiert, außer dass ein bisschen stinkt. Und die werden dann zunehmend ruhiger mit fortgeschrittenem Alter. Und das kann man bei Hunden eben auch durch diese Studie ebenfalls feststellen. Je älter der Hund, desto weniger bockt denen das Feuerwerk. Junge Hunde, die ohnehin wegen jedem Scheiß gleich komplett durchdrehen, die drehen auch bei Feuerwerk tendenziell eher durch und brauchen auch länger, um sich von dem Schreck wieder zu erholen. Ne? Also ja, es gibt ein paar Haustiere, speziell Hunde, und wie gesagt, bei anderen Haustieren wissen wir es nicht, weil wir die Datenlage nicht kennen, die sehr darunter leiden, dass wir Feuerwerk machen. Ja, so etwa 1%, was wirklich so richtig leidet, und etwa 5%, die ordentlich leiden. Ja, und die restlichen 95%, würde ich sagen, oder 94%, wenn ihr so rechnen wollt, die sind im Bereich, naja, den kleinen Schreck, das ist vertretbar. Wenn man das so sehen möchte, ne? Das überlasse ich jedem selben, lest euch gerne auch die entsprechende Studie mal durch, die es dazu gibt. So, Wildtiere größerer Art, sprich Säugetiere, das ist nochmal ein Punkt, da haben wir leider noch gar nichts zu, weil die halt schwer zu beobachten sind. Was wir wissen ist, der Sonderspezialfall Igel, den ich eben schon erwähnt hatte, der Igel wacht gerne mal aus dem Winterschlaf auf, in den letzten Jahrzehnten immer häufiger, beziehungsweise in den letzten Jahren noch immer häufiger, und nutzt so ziemlich jede Gelegenheit, sich stören zu lassen, um aus dem Winterschlaf wieder aufzuwachen. Was problematisch ist, weil Igel ohnehin nicht gerade häufiger werden, sind eh schon im Rückgang begriffen, und durch das Feuerwerk wecken wir halt auch zusätzlich hier und da mal nochmal einen Igel. Manchmal ist das nicht weiter dramatisch, der Igel geht dann halt einfach wieder schlafen. Das Dumme ist nur, dass der Aufwachprozess als solcher aus dem Winterschlaf eine Menge Energie verbraucht und das Einschlafen wieder eine Menge Energie verbraucht und während der Wachphase natürlich erheblich mehr Speckreserven verbraucht werden, als wenn man eben bei reduziertem Herzschlag, reduzierter Atmung, reduzierter Körpertemperatur im Winterschlafzustand verweilt. Bedeutet, es kann passieren, dass ein Igel verhungert, weil er mal eben zwischendurch durch Silvesterfeuerwerk geweckt worden ist. Allerschlimmstenfalls wird er davon geweckt und beschließt dann zu flüchten, verlässt seinen Laubhaufen, in dem er wohnt, zum Beispiel Laubhaufen, und kommt dann außerdem noch zu Tode, weil er in der Silvesternacht unnötig viel unterwegs ist. Ja? Allerdings ist bei Dunkelheit unterwegs sein für einen Igel nicht weiter dramatisch, die sind nachtaktiv. Igel ist vielleicht das Tier, das am ehesten noch beeinflusst wird, negativ durch Feuer. Ja, andere Wildtiere, insbesondere die im Wald, im besten Fall ist für die das Feuerwerk weit weg, weil wir ja im Wald kein Feuerwerk machen dürfen. Ne? Möchte ich an der Stelle nochmal betonen, dass Feuermachen im Wald verboten, beziehungsweise kein offenes Feuer im Wald gebrauchen Gesetz. Das gilt logischerweise auch dann, wenn gerade 1. Januar gerade geworden ist. Ja, also auch da darfst du nicht im Wald rumböllern. Möglicherweise noch an besonderen Plätzen im Wald, wenn zum Beispiel auf irgendeinem Berggipfel eine Bergstation ist und an der Bergstation dann Feuerwerk stattfindet. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, auf dem Brocken im Harz wird man auch kein Feuerwerk machen dürfen, das ist ja mitten im Nationalpark, weiß ich nicht. Aber wenn es nicht mitten im Nationalpark wäre, könnte man vielleicht zum Beispiel theoretisch drüber nachdenken, ob man zum Feuerwerkeln auf dem Brocken fährt. Wäre zumindest toll von der Aussicht her. Ne? Abgesehen davon, dass man halt um den Brocken drumherum wahrscheinlich wenig anderes Feuerwerk zu sehen bekommt, weil da gibt es ja nur kleine Dörflein in der näheren, im näheren Umfeld. Ne? Keine Ahnung, aber generell im Walde, das ist eine schlechte Idee, und dementsprechend darf man davon ausgehen, dass für die allermeisten Waldtiere bei korrektem Umgang mit Feuerwerk, ne? Dass jemand idiotische Sachen mit Feuerwerk anstellt. Das gibt es natürlich immer.
Ja, aber daran würde ein Feuerwerkverbot auch nichts ändern, dass dann halt trotzdem noch immer jemand idiotische Sachen mit Feuerwerk anstellt. Weil wenn du bereit bist, idiotische Sachen mit dem Zeug zu machen, oder zum Beispiel die krassen Dynamitböller aus Polen oder sonst woher importiert hast, da kommst du ja auch bei einem Feuerwerksverbot ja immer noch dran. Gerade das Zeug aus dem Ausland. Und dann wirst du wahrscheinlich eher in den Wald gehen, um da rumzuböllern, weil dich da effektiv keiner erwischt. Die Chancen, dass du dabei erwischt wirst, sind so verschwindend gering, dass da braucht man dann nicht mal besonders viel kriminelle Energie dazu. Das ist völlig unmöglich, das zu kontrollieren. Machen wir uns nichts vor. Ja? Und dementsprechend kann es auch eine negative Folge eines möglichen Feuerwerksverbotes sein, dass dann mehr Störungen im Walde tatsächlich stattfindet. Möglicherweise, aber das ist alles nur Spekulation. So, aber angenommen, durch das Feuerwerk, weil es zu nah am Wald stattfindet, werden jetzt größere Tiere, zum Beispiel Reh und Hirsch, zum Flüchten gebracht. Rennen die jetzt panisch wie bekloppt davon, weil es irgendwo weiter weg donnert und böllert? Sehr unwahrscheinlich, ne? Diese Tiere sind auch keine Idioten, daher sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt panisch vor weit weg Geböllere flüchten müssen. Sehr unwahrscheinlich. Sollte das trotzdem der Fall sein, dann verbrauchen sie natürlich im Winterhalbjahr Energie, was im Winterhalbjahr dahingehend blöd ist, weil sie im Winterhalbjahr auch nur begrenzt Energie wieder aufnehmen können, ne? Also es gibt nur wenig Nahrung für solche Pflanzenfresser, gerade da sie mit ihrem Stoffwechsel runterfahren grundsätzlich, also sowohl Reh als auch Hirsch reduzieren einfach wirklich ihren Stoffwechsel. Frequenz sozusagen inklusive Herzschlag und allem Pipapo, leben auf Sparflamme und verbrauchen deutlich weniger Energie. Wenn sie dann trotzdem mal rennen müssen, müssen sie den Stoffwechsel erstmal wieder hochfahren. Das passiert und das geht auch schnell, aber es dauert dann lange, bis der Stoffwechsel wieder runterfährt und sie dann wieder in den Sparmodus sozusagen zurückgekehrt sind. Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, der viel diskutiert wird, dass es eben eine große Störung für Wildtiere bedeutet, wenn die im Winter flüchten müssen. Aber auch hier wieder, im Winter gab es früher trotzdem einen Wolf, im Winter gab es früher trotzdem einen Bär, im Winter gab es früher trotzdem Dinge, vor denen die Tiere halt im Winter trotzdem flüchten mussten. Ja, das sind Fluchttiere, Wildtiere. Wildtieren ihre Wildnislebensweise inklusive Survival of the Fittest, natürlicher Selektion und Wegrennen, wenn dich jemand fressen möchte, vollständig kaputt zu machen, halte ich für keine gute Idee. Es gehört bei diesen Tieren zu ihrer artgerechten Lebensweise dazu, dass sie vor Dingen wegrennen. Ja? Mit dem Silvesterfeuerwerk gibt es im Jahr einen Grund mehr wegzurennen. Kein Mensch kann eine Statistik erstellen, wie oft ein Reh im Jahr wegrennt. Ja, das ist völlig unmöglich, das mal zu beobachten, beziehungsweise, naja, vielleicht eines Tages mit noch besser aufgelösten GPS-Sendern, dass man dann wirklich mal feststellen kann, okay, du besenderst jetzt ein Reh und guckst dir dann die Daten an, wie oft rennt mein Reh. Ne? Also wirklich die Bewegungsgeschwindigkeit von Punkt A zu Punkt B mit einem hochsensiblen GPS-Gerät kann das vielleicht eventuell funktionieren. Dann könnte man eben ein Stück weit sagen, okay, Reh flüchtet so und so häufig im Durchschnitt. Und wenn du das mit 1000 Rehen machst, dann hast du irgendwann mal einen Durchschnittswert. In jedem Fall wird es so sein, dass die Silvesternacht eine zusätzliche Flucht erzeugt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Reh gefühlt jeden Tag mal dann vor irgendwas wegrennen muss oder zumindest jeden zweiten Tag. Und damit ist ein zusätzliches Ereignis im Jahr vermutlich wirklich noch zu verschmerzen. Je nachdem, wo das Reh lebt. Und da Feuerwerk im stadtnahen Bereich überhaupt nur wirksam ist und im stadtnahen Bereich auch häufiger mal das Wild von Wanderern, Joggern, Radfahrern etc. pp. Gestört wird, ist das punktuelle Mal wegrennen wirklich diesen Tieren absolut eingeimpft und das sind die gewohnt. Oder, und auch da gibt es jetzt eben Studien aus der Wildökologie, zumindest was die Störung durch Menschen betrifft, die Tiere gewöhnen sich daran, dass sie ständig durch Menschen gestört werden, entwickeln eine gewisse Gelassenheit auch gegenüber Lärm, weil sie halt eben nicht draußen im Nirgendwo wohnen, sondern in irgendeinem stadtnahen Wald. Und lassen sich von solchen menschgemachten Geräuschen relativ wenig aus der Ruhe bringen. So nach dem Motto, okay, das ist jetzt wieder was, was da drüben aus der Stadt kommt, das ist mal wieder sehr laut. Naja, das ist es jedes Mal und nie passiert irgendwas. Also ich bleibe jetzt mal ganz locker und das interessiert mich alles nicht. Ja, und dazu haben wir wieder überhaupt keine Daten. Logisch, rein vom Verständnis her ist alles möglich, dass die Tiere völlig durchdrehen, weil ein nie dagewesenes Inferno, zumindest in ihrem ersten
ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr haben sie es dann schon mal erlebt, im dritten Lebensjahr dann schon dreimal erlebt, möglicherweise, und so weiter und so weiter. Das wissen wir nicht. Ja, das wissen wir nicht, aber es könnte sein, dass es bei einigen Säugetieren schon erstmal zu einer größeren Fluchtreaktion kommt. Theoretisch wäre es auch möglich, dass das Reh beim Wegspringen in den Walde irgendwie das mitten in der Nacht, Rehe können im Dunkeln einigermaßen gut sehen, die sind auch zum Teil nachtaktiv, also das ist kein Thema, dass die bei Nacht nicht rumlaufen dürfen, dass die dann sofort tot sind, ne? Aber es könnte sein, dass sich dabei ein Reh irgendwie verletzt und zu Schaden kommt und dann stirbt. Ist es jetzt ein Riesenverlust für den Wald, wenn da ein Reh fehlt? Für das individuelle Reh sicher, für den jeweiligen Tierfreund, der sehr viel Mitleid mit dem individuellen Reh hat, sicher auch. Auf Ökosystemebene ganz im Gegenteil. Die allermeisten Waldgebiete, die wir haben, haben eher mehr Rehe, als sie unbedingt bräuchten. Ja? Ob schon zu viele Rehe sind, da kann man sich trefflich drüber streiten. Das ist eine der meistdiskutiertesten Fragen in den Forstwissenschaften, Abteilung Jagdwissenschaften. Ne? Aber so in diese Richtung geht das auf jeden Fall mit der Sachlage. So, und dann wäre da noch Faktor Müll. Faktor Müll ist auch sowas, das ist sehr emotional aufgeladen. Ne? Zum Beispiel scheint es um ein Zehnfaches schlimmer zu sein, wenn du Essen in Plastiktüten verpackst, mit in die Natur nimmst, dann in der Natur dein Essen aus einer Plastiktüte futterst, die Plastiktüte ordnungsgemäß wieder mit nach Hause bringst und sie da dann entsorgt. Ja, das sorgt regelmäßig in der Outdoor-Community für Entsetzen bei manchen Leuten, dass da jemand Plastik durch die Natur getragen hat, also Einweg-Verpackungsplastik. Dass es nicht in der Natur landet, ja, und diese auch wieder verlässt, das scheint dabei keine Rolle zu spielen. Es ist einfach scheinbar ethisch-moralisch falsch, in Plastik verpackte Nahrungsmittel mit sich zu führen, wenn man in die Natur geht. Dass das bisschen Plastik, was man zum Beispiel verbraucht, wenn man 2 Wochen auf Wanderschaft ist und jeden Tag ein Essen aus einem Plastikbeutel verzehrt, ne, das entspricht wahrscheinlich maximal 1/4 bis 10% vom Müllbedarf, den eine deutsche Durchschnittsperson in den gleichen 14 Tagen, solange sie daheim oder auf Arbeit unterwegs ist, sonst so produziert. Ein Großteil des Plastikmülls, den wir nämlich so produzieren, entsteht aus industriellen Gründen bzw. während unserer Arbeit, je nachdem, was unsere Arbeit ist. Wer irgendwie in der Logistik, Transport, gar Lebensmittel oder sonst was Branche arbeitet, weiß, wie viel Müll da so zusammenkommt. Das ist bei weitem mehr als private Haushalte produzieren. Und ein durchschnittlicher privater Haushalt, wie gesagt, der produziert so viel Müll, dass solche Kleinstmengen im Grunde wirklich prozentual irgendwo im 0,00 irgendwas Bereich einzuordnen sind. Ne? Oder zumindest im 0,0 Bereich. Und in diesem Fall jetzt beim Müll vom Silvesterfeuerwerk müssen wir darauf hinweisen, dass ein Großteil des Mülls noch nicht mal Plastik ist. Etwa 80%, was von Böllern, Raketen, Batterien etc. pp. Anfällt, ist Pappe, Papier, ja, und sowas in die Richtung. Teilweise auch Holz, manchmal noch eine Metallklammer. Man weiß ja, diese Tacker, mit der die Rakete am Stock, zu dem sie gehört, festgetackert ist und solche Späße. 20% ist tatsächlich Kunststoff. So, und wenn wir jetzt können wir das unterschiedlich bewerten. Entweder wir gucken uns die Gesamtmüllmenge an, die in der Silvesternacht anfällt. Dazu gibt es eine Zahl, die wohl so stimmt. Die muss man aber mit einer gewissen Vorsicht begutachten, weil sie kommt halt wieder vom Pyrotechnikverband. Ist also eine Pro-Feuerwerk-Zahl. Das heißt nicht, dass die Zahl automatisch falsch ist. Ich finde, es ist aber einfach nur wichtig, dass man immer weiß, wenn man eine Zahl nennt, stammt die jetzt aus einer unparteiischen wissenschaftlichen Studie oder zumindest einer wissenschaftlichen Studie, die unparteiisch sein sollte, und man darf im Zweifel für den Angeklagten einfach mal davon ausgehen, dass sie es ist. Oder ist es eine Zahl einer Lobby? Das kann sowohl die Naturschutzlobby sein oder halt eben die Pyrotechnik-Lobby oder welche Lobby auch immer, ne? Autoindustrie, blablub und so weiter und so fort. Es heißt nicht zwingend, dass die lügen, wenn sie eine Zahl nennen, aber sie werden bei der Auswahl ihrer Zahlen schon im Hinterkopf haben, dass sie damit eher was für sie Gutes dokumentieren wollen, ne? Und im konkreten Fall lautet besagte Zahl, dass die 5 größten Städte Deutschlands 200 Tonnen an Silvestermüll erzeugen. Zusammen. 200 Tonnen klingt jetzt nach viel Müll. Das Dumme ist nur, dass wir halt eben hier nur geschönte Zahlen, ne? Wir haben die Menge an Silvestermüll von den 5 größten Städten.
wie viel das insgesamt noch ist, wenn da jedes kleine Popeldorf auch noch mitmacht, das wissen wir nicht. Jedenfalls habe ich dazu keine verlässliche Zahl gefunden. Wenn jemand sowas gefunden hat im Internet oder irgendwie, also aus einer seriösen Quelle, dann möge er mir das bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die 5 größten Städte im Land vielleicht ein Fünftel vom Silvestermüll erzeugen und dann kommen wir auf insgesamt nicht 200 Tonnen, sondern von mir aus mal 1000 Tonnen. Einfach ganz grober Schätzwert, keine Ahnung, ob das stimmt. Was wir in jedem Fall haben, sind Vergleichswerte. Und der Pyrotechnikverband nennt da diverse Beispiele, die auch sehr, sehr viel Müll erzeugen, wie zum Beispiel der komplette rheinische Karneval in Köln, Düsseldorf und so weiter und so fort, wo der halt sonst so stattfindet. Ja, ich habe Köln und Düsseldorf im selben Satz genannt. Verklagt mich. Und wie auch immer, jedenfalls, das erzeugt tatsächlich wahrscheinlich mehr Müll als die Silvesternacht. Und was erheblich mehr Müll erzeugt als die Silvesternacht, das ist unstrittig. Ob das wirklich so viel ist, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar noch mehr. Aber es ist unstrittig, dass es viel mehr Müll erzeugt sind. Zum Beispiel sämtliche öffentlichen Veranstaltungen in Berlin innerhalb eines Jahres. Also alles, was da so stattfindet, das erzeugt nämlich 20.000 Tonnen Müll. Also das 20-fache der Silvesternacht bundesweit. Ja? Ganz grob. Also nur, dass wir da eine ungefähre Vorstellung dafür bekommen. Was dieser Pyrotechnikverband ausrechnet, sind, dass die Silvesternacht so irgendwo im Bereich 0,05% des kompletten deutschen Müllaufkommens dafür verantwortlich ist. Das mag, wie gesagt, ein wenig geschönt sein. Ich würde sagen, vielleicht 0,5%, wenn man es wirklich verzehnfachen möchte, weil es halt eben Daten vom Pyrotechnikverband sind. Aber ja, selbst wenn es 1% wäre, ja, ne, da, das ist ein Argument, ja, es spielt eine Rolle und man kann das berücksichtigen. Es ist aber nicht eine gigantische, über alle Maßen riesige Müllmenge, die völlig über das hinausgehen würde, was an einem normalen Tag anfällt. Weil wenn es 1% wäre, normalerweise sind es jeden Tag circa 0,3%, ne? Circa, ganz, ganz grob gerechnet. Und dann wäre es halt etwa das Dreifache, was dann mit der Silvesternacht anfällt. Wie beim Feinstaub, auch ungefähr das Dreifache. Ja, das Doppelte bis das Dreifache, sowas in dem Dreh, irgendwie so in dem Bereich. Ne? Man könnte übrigens meinen, dass es mehr Feinstaub wäre, aber das, man darf halt nicht vergessen, dass am 31. Januar, Dezember nicht mehr viel Autoverkehr stattfindet und die allermeisten Leute auch nicht arbeiten. Deswegen ist die Gesamtfeinstaubemission Feinstaubemission am 31. Januar relativ gering. Und dann kommt das Feuerwerk obendrauf. Und dadurch ist es insgesamt nicht ganz so viel. Hätten wir einen ganz normalen Tag mit ganz normaler Feinstaubemission und dann das Feuerwerk noch obendrauf, dann wäre es nochmal etwas mehr. Aber da ist auch der Anteil vom Feuerwerk dann entsprechend geringer an der Gesamtemission, die an dem Tag anfällt. Gut, ich kümmere mich nochmal um meine Nase und dann kommen wir zu Meinung. Weil das bisher waren zwar mit ein bisschen Meinung gespickte, weitestgehend aber Fakten und Argumente, die auf Sachlichkeit beruhen. Ab sofort wirklich nur noch Meinung. So, also zunächst mal, was ich nicht teile, das sage ich gleich mal, was ich aber voll und ganz nachvollziehen kann und 100% damit einverstanden bin, wenn das jemand so sieht, ist, wenn man sagt, okay, ich persönlich mache mir nicht viel aus Feuerwerk, beziehungsweise ich mache mir vielleicht trotzdem was aus Feuerwerk, aber die genannten negativen Aspekte finde ich so gravierend, dass ich aus Feuerwerk lieber verzichten möchte, weil will ich halt. Ne? Und das ist völlig in Ordnung, selbstverständlich. Und da kann ich absolut mit leben. Ich werde es nicht tun. Ich mache gerne Feuerwerk. Ich brauche das. Das ist für mich ein großer, großer Spaßfaktor. Und freue ich mich auch wirklich viele Tage vorher schon drauf und habe da immer Mordsgaudi an meinem bisschen Feuerwerk. Wohlgemerkt, bisschen Feuerwerk. Denn das ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Punkt in der Feuerwerkdiskussion. Es muss ja nicht zwingend gleich super krasses Böllerkonzert sein. Es darf auch, kann zumindest, ja,
Auch ein möglichst leises auf wenige Explosionseffektchen, die halt nun mal notwendig sind, damit etwas bewegt werden kann. Dafür muss es dann schon eine Explosion geben, damit eine Leuchtkugel zum Beispiel zum Himmel fliegen kann oder sowas in die Richtung. Ganz ohne ein kleines Explosionchen geht das nicht. Aber es kann auch leiseres Feuerwerk verwendet werden. Beispielsweise, ich verwende seit Jahren ausschließlich, also keine Raketen mehr, finde die eh stinkend langweilig, die großen wie heißen sie, Batteriefeuerwerk-Dinger, die dann 30 Euro kosten und dann in der Minute tolle Effekte in den Himmel malen. Wirklich toll, aber dann ist in einer Minute auch schon wieder fertig und du musst es nur einmal anzünden. Für manche Leute mag das was Positives sein, für mich eher nicht. Ich kaufe mir seit Jahren so ein Paket, kleine Vulkane, kleine Fontänen, sowas in die Richtung, häufig so irgendwas zwischen 15 und 20 Teile. Und freue mich, jeden dieser 15 bis 20 Teile einzeln gemütlich anzuzünden, mir jeweils noch zu überlegen, wo stelle ich den jetzt am besten hin, wo wirkt der möglicherweise am besten und das wirklich zu zelebrieren, diesem einen kleinen Teil dann auch zuzugucken, bis das halt fertig ist, mich zu freuen, 10, 20, 30 Sekunden dazustehen und feststellen, oh, das war schön, dann zu überlegen, was nehme ich als nächstes, was passt jetzt thematisch als nächstes vielleicht am besten und das wirklich zelebrieren, nicht anzünden, puff, paff, bing, pum, peng und dann sind 30 Euro weg, sondern wirklich kleines Feuerwerk schön genießen, zelebrieren und Freude dran haben. Und da kann ich persönlich auch unter den genannten Aspekten eben das mit meinem Gewissen durchaus vereinen, weil ich dann andere Dinge tue, wo ich verzichte. Ne? Denn verzichten ist halt so ein Punkt. Warum sollte man aufs Feuerwerk verzichten? Naja, weil es halt negative Aspekte hat. Beziehungsweise dadurch, dass du das durchziehst, um dir selbst eine Freude zu machen oder am gesamtgesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen, den Kindern möglicherweise eine Freude zu machen oder sowas in die Richtung, hat das, wie alles, was man tut, irgendwelche Konsequenzen. Beziehungsweise jeder Einsatz von Ressourcen, jeder Verbrauch von Ressourcen führt halt eben dazu, dass die Ressourcen hinterher nicht mehr da oder woanders anders sind. Und das ist immer so, ne? Und die Kosten, die Silvesterfeuerwerk erzeugt, wir haben sie jetzt ja gerade besprochen, die sind halt eben nun mal nicht exorbitant. Wenn du jetzt also zum Beispiel hingehst und hältst dich für einen unglaublich tollen Menschen, der so super umweltbewusst ist, weil er kein Feuerwerk macht dieses Jahr, ja? Und im nächsten Moment fliegst du nach Spanien, um dich in die Sonne zu hocken und dich rösten zu lassen. Dann ist dein Flug nach Spanien halt bei weitem unendlich viel schlimmer als das bisschen Feuerwerk, worauf du verzichtet hast. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass aus Feuerwerkverzicht nicht Greenwashing wird. Dass man jetzt denkt, man ist super umweltbewusst, weil man hat kein Feuerwerk gemacht. Wenn du ohnehin umweltbewusst tatsächlich bist und zusätzlich kein Feuerwerk machst, dann ist das natürlich konsequent und nachvollziehbar und eine gute Sache. Wenn du, obwohl du umweltbewusst bist, trotzdem Feuerwerk machst, weil für dich persönlich die Freude und der Spaß, den du aus dem Feuerwerk ziehst, enorm groß ist und du dann, um das zu kompensieren, 3 Wochen nicht Auto fährst und nur mit der Bahn überall hin, zum Beispiel, dann hast du weitaus mehr, sowohl was Feinstaubemissionen angeht, als auch CO2-Emissionen, als auch tote Tiere im Sinne von, was alles auf der Windschutzscheibe kleben bleibt und so weiter und so fort. Oder zumindest vielleicht bei den toten Tieren, die an der Windschutzscheibe kleben bleiben. So viele sind es ja gar nicht, aber so viele tote Tiere gibt es auch nicht durch eben das Feuerwerk und eben die ganzen Giftstoffe, die man in die Atmosphäre pustet, durch den Benziner, Diesel oder eben durch Feuerwerk. Da ist wirklich Feuerwerk. Wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil dran. Ein moderates Feuerwerk, wohlgemerkt ein moderates Feuerwerk, moderat, ne? Nicht 300 € in Batterien investieren und das alles abfackeln in 10 Minuten und danach ist wieder vorbei. Das nicht. Das mag insgesamt, wenn man da wirklich enorm viel Geld für ausgibt, dann schon irgendwann einigen Kilometern Autofahren entsprechen. Ja, aber ein kleines Feuerwerk, da musst du zweimal zum Einkaufen mit dem Fahrrad fahren, dann ist das CO2 wieder drin. Wenn überhaupt, einmal je nachdem, wie weit das Einkaufen weg ist und wie weit du mit dem Fahrrad halt hinfährst. Ja? Also das sind wirklich minimale, also jetzt rein vom CO2 her, minimale Beeinflussung. Was das Stören der Tiere angeht, wie gesagt,
als Ökologe ist man mehr oder weniger recht schnell der Meinung, dass eine gewisse Störung von Tieren halt einfach zum Tier dazugehört. Das ist für die normal. Dass es ein Feuerwerk sein muss, ja, da kann man schon geteilter Meinung zu sein. Ob Haustiere dadurch gestört werden, ja, Haustiere sind eh kein wirklicher Bestandteil des Ökosystems. Und wie viele sind es? Ein ganz paar wenige. Ja? Also ich kann da weitestgehend mit leben. Und dann kommt jetzt halt eben nochmal dazu, muss man gleich ganz aufs Feuerwerk verzichten oder macht man eben einfach nur wenig Feuerwerk ohne viel Krach? Also zum Beispiel meine Vulkanshow, die ist wirklich nicht geeignet, um Riesenmassenpanik bei irgendwelchen Tieren auszulösen. Ja? Die rennen da vielleicht nicht auf den Vulkan zu und die kommen auch nicht näher, um sich das anzugucken. Aber das bisschen Krach, was die Dinger machen, das vertreibt nicht den halben Wald. Ja? Und das sorgt auch nicht dafür, dass Vögel kilometerweit wegfliegen müssen, allenfalls mal ein paar Bäume weiter. Und dass sie mal ein paar Bäume weiter wegfliegen müssen, das kann ich mit meinem persönlichen Gewissen tatsächlich vereinen dafür, dass ich sehr viel Spaß mit meinem Feuerwerk habe. Ja? Aber nochmal, man muss sich halt eben gut überlegen, wo macht man das, wie viel macht man das, wie macht man das und muss es denn unbedingt laut sein oder geht es einem wirklich nur um schöne Lichteffekte, um schöne anzusehende Sterne, die da funkeln in der Nacht, solche Sachen. Ne? Und das ist für mich persönlich wirklich was, wo ich keinerlei Problem damit habe, zu sagen, es macht keinen Sinn für mich auf Feuerwerk zu verzichten, weil dadurch sehr viel jetzt muss ich verzichten, entsteht und sehr wenig Nutzen. Das ist nämlich der wesentliche Punkt, auf den ich hier nochmal eingehen möchte und der ist eigentlich Hauptinitiator dieses Videos gewesen. Das wollte ich letztes Jahr schon erzählen, habe es dann aber nicht mehr geschafft zeitlich. Wir werden in Zukunft, wenn wir nachhaltig und einigermaßen ressourcenschonend mit unserem Planeten umgehen wollen, auf das eine oder andere individuell verzichten müssen. Wichtig ist, wir können individuell oder wir sollten zumindest, das alles andere wird sich kaum durchsetzen lassen. Es funktioniert wenig oder nur sehr schlecht, wenn von vornherein gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt auf das verzichten. Genau das, exakt genau so und nicht anders. Das ist schwierig, weil es wird Leute geben, die sagen, ja, würde ich sowieso machen. Es wird Leute geben, oh nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, naja, wenn es unbedingt sein muss. Und es wird Leute geben, die da strikt dagegen sind, sich völlig bevormundet fühlen und das auf keinen Fall machen wollen. Und deswegen sorgt es immer für böses Blut, wenn man da von oben herab irgendwelche Vorgaben macht. Die beste Methode wäre, ob das funktionieren würde, ist nochmal eine andere Frage, aber in einer perfekten Welt wäre die beste Methode, eine Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen zu erzeugen, dass diese eben auf Freiwilligkeit und bei möglichst vielen Leuten eben der Einsicht, dass ein bewusstes Ressourcensparen sinnvoll ist, fußt. Ne? Und dann kann man sich freiwillig aussuchen, wie man individuell denn jetzt jeweils am besten Ressourcen einspart und am effizientesten und halt so, dass es nach Möglichkeit einem individuell möglichst wenig wehtut. Ja? Weil zum Beispiel Leute, die ohnehin gar nicht so verrückt auf Schnitzel sind, die können vielleicht Veganer werden, ja, weil sie wirklich auch gerne Gemüse essen und viele vegane Alternativen richtig lecker finden. Für die wird es dann kein großes Hindernis sein, vegan zu leben und damit tun sie wirklich effizient was sehr Gutes. Ja? Vegan ist schon für Nachhaltigkeit, Ressourcen, Schonung, CO2-Emissionen etc. pp. Echt eine tolle Sache. Ja? Für mich ist es nichts, weil ich zu gerne Fleisch esse. Ich würde enorm leiden, müsste ich mich vegan ernähren. Würde man also vorschreiben, dass die eine Methode, um jetzt nachhaltiger zu leben, Veganismus wäre, dann würde ich auf die Barrikaden gehen und hätte da große Schwierigkeiten mit. Was kann ich stattdessen machen? Ich habe kein Auto mehr. Ne? Beziehungsweise ich kann mir zur Not mal noch irgendwo eins ausleihen, aber wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist und ansonsten fahre ich Bahn, Zug oder gehe zu Fuß, ne? Und fahre dann Bahn. Das ist zum Beispiel das, was ich realisieren kann in meiner Weltanschauung und mit meinem Lebenswandel, dass ich versuche, so wenig wie möglich Auto zu fahren und wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist und sonst sehr, sehr viel Bahn, da kommt dann natürlich das Deutschland-Ticket sehr entgegen.
Das verändert im Vergleich zu, wenn man wegen jedem Mist mit dem Auto fährt, doch sehr, 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 sehr viel. Und das ist in etwa vergleichbar mit zum Beispiel einer veganen Ernährung. Ja, grob, hängt natürlich immer von den individuellen Gegebenheiten, Parametern und so weiter und so fort ab. Und das habe ich jetzt schon letztes Jahr übrigens durchgezogen, also seit es das Deutschlandticket gibt, durchgezogen und muss sagen, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Da bin ich glücklich und zufrieden mit. Und das hat halt bei weitem mehr positiven Einfluss, als auf ein Feuerwerk zu verzichten. Und es tut mir bei weitem weniger weh, als auf ein Feuerwerk zu verzichten. Ja? Und deswegen ist es halt immer am sinnvollsten, wenn man das Positive, das Teilchen der Nachhaltigkeit für sich beschließt umzusetzen, das einem am wenigsten wehtut. Ja, dann ist das Leid aus Verzicht so gering wie nur irgendwie möglich oder es gibt einfach überhaupt kein Leid, weil mir macht Spaß. Ich fahre wirklich gerne Bahn, bis auf wenige Ausnahmen, wenn dann ganz komische Leute mit im Zug hocken, sind sie manchmal auch ganz interessant, die komischen Leute, die im Zug hocken. Und man hat da auch positive Begegnungen mitunter oder einfach gar keine und alle glotzen auf ihr Handy oder was auch immer. Aber ja, worauf ich hinaus möchte, ist einfach wirklich Verzicht sollte, damit das funktionieren kann, wirklich nicht die Spaltung der Gesellschaft, die es zweifellos gibt, in, ich sag mal, die Vernünftigen und die nicht ganz so Vernünftigen, was immer ich damit meine, die sollte nicht noch zusätzlich angeheizt werden dadurch, dass wir für eine nachhaltige Lebensweise wirklich exakt vorschreiben, wie die aussehen muss. Ne? Es ist halt nun mal so, dass sich nicht jeder jetzt mal eben schnell eine Wärmepumpe einbauen kann, auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre. Was aber tatsächlich viele Leute machen könnten, wäre zumindest weniger Auto fahren, vielleicht mehr Urlaub in Deutschland machen, vielleicht mit der Bahn, nur alle paar Jahre mal irgendwo hinfliegen, dann aber auch länger dahin fliegen und das dann wirklich genießen, dann ein bisschen Geld zusammensparen und einen richtig langen Urlaub machen, wer die Möglichkeit hat. Aber das sind einfach so ein paar Dinge genereller Art, vielleicht möglicherweise, wenn das für einen persönlich in Frage kommt, auch den Umstieg auf die E-Mobilität oder solche Sachen. Und je nachdem, persönliche Lebenslage. Für den einen macht es Sinn, für den anderen macht es nicht Sinn. Das kommt halt immer sehr, 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 sehr darauf an. Ja? Und wenn da jeder versucht, für sich selber wirklich das Ding, was echt was beiträgt zur Nachhaltigkeit, zu finden und das umzusetzen, dann werden wir einen großen, großen Schritt weiter. Aufs Feuerwerk zu verzichten, macht im Kontext, dass man ohnehin nachhaltiger leben möchte, schon auch Sinn, wenn es einem persönlich nicht wehtut. Wenn aber jemand, der viel anderes tut, um nachhaltiger zu leben, trotzdem noch ein bisschen Feuerwerk machen möchte, dann ist er deswegen jetzt nicht der Teufel. Ja? Das ist zum Beispiel schlimm in der Vegan-Community, wenn du als Veganer in der veganen Community dann irgendwann doch mal ein Stück Fleisch isst. Was ist passiert? Ist jetzt der Planet untergegangen? Hast du gegen Gesetze der Physik verstoßen oder sowas in die Richtung? Hast du jetzt deinen CO2-Ausstoß für die nächsten 27 Jahre ruiniert? Nix davon, du hast einfach nur mal einen Happen Fleisch gegessen. Ja, aber du wirst in der veganen Community jetzt zum völligen Verräter und Judas und sonst was gebrandmarkt werden, wie du es nur wagen kannst oder gar die Haare mit einem nicht veganen Shampoo gewaschen zu haben, das für das mal irgendwann vor 70 Jahren ein Tierversuch stattgefunden hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und mit solchem Extremismus und Fundamentalismus kommen wir einfach in Fragen der Nachhaltigkeit nicht weiter und das ist auch nicht der Komplexität unseres Ökosystems, das zu schützen und zu erhalten, wie wir uns vielleicht vorgenommen haben können, individuell angemessen. So, Schnupfen-Ben wünscht ansonsten einen guten Rutsch und gleich mal noch ein frohes neues Jahr hinterher, dann muss ich das nicht nochmal extra sagen. Und ja, hoffe, da war jetzt vielleicht für euch ein bisschen was Interessantes dabei bei den einzelnen Aspekten. Wie ihr das seht, ist eure private Angelegenheit. Dürft ihr mir natürlich trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, interessiert mich auch. Aber hier sollte auf gar keinen Fall irgendjemand für seine individuelle Ansicht zum Thema, solange sie nicht ganz, ganz großer Schwachsinn ist, das gibt es ja, übertriebenen Maße kritisiert werden. Gut, jetzt ist Deutsch kaputt. Das ist immer der Moment, wo man dann sinnvollerweise aufhört. Ne? Macht's gut, benehmt euch.
und tschüss.